The generational contract captures a simple principle that young and old depend on each other to provide mutual support. Was ich einfach gern sehen würde für unsere Zukunft ist, dass man wieder mehr aufeinander zugeht und sich auch zuhört. Und irgendwie spielen wir als junge Generation da natürlich eine Rolle, weil es unsere Zukunft ist, die wir gerade bauen. Leo Legler ist erst 20 Jahre alt und schon Kopf des International Students Committee, kurz ISC. Das ISC ist eine globale Initiative von Studierenden der Universität St. Gallen, die jedes Jahr das St. Gallen Symposium organisiert. Das St. Gallen Symposium ist das weltweit größte Forum für Generationendialog, das im Frühjahr wichtige internationale Größen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in St. Gallen versammelt. Die alteingesessene Machtelite trifft hier auf die jungen Führungskräfte von morgen, um über die Probleme der Welt zu beraten. A New Generational Contract lautet denn auch das Motto des diesjährigen Symposiums. In dieser alten Villa des ISC wird der Anlass innerhalb eines Jahres auf die Beine gestellt. Für die Studierenden bedeutet es, ein Jahr lang ihr Studium auszusetzen und sich voll und ganz auf das Symposium zu konzentrieren. Ja, mich hat total gereizt, dass man hier ein Team von knapp 30 Studierenden mit gemeinsam noch professioneller Unterstützung von unserer Stiftung was Unternehmerisches auf die Beine stellt, dass man es innerhalb von einem Jahr schafft, knapp 1000 Leute hierher nach St. Gallen zu bringen aus der gesamten Welt. Als Studierende hat man nicht so viele Möglichkeiten, einen Impact zu haben oder noch nicht. Und ich finde, Symposium ist für mich die Art und Weise, wie ich einen Impact beisteuern kann. Doch einen Impact zu haben, kann auch stressig sein. Damit das Symposium entsteht, müssen sich unterschiedliche Teams um die Einladung der Gäste kümmern, das Catering oder die Veranstaltungstechnik organisieren und Marketing betreiben. Für viele der Studierenden eine komplett neue Herausforderung. Am Anfang war es, dass man wirklich so ins kalte Wasser geschmissen wird. Also jetzt gerade in diesem Bereich, man hat sich extrem fest einarbeiten in unterschiedliche Produkte. Man musste Videos filmen, Videos schneiden, Produktdesignen, die man selber vorher noch nie gemacht hat. An einem Tag hat man Meetings, am nächsten Tag muss man die Leaders of Tomorrow einladen, dann am anderen Tag hat man einen Call mit jemandem auf der anderen Seite der Welt. Also kein Tag ist gleich. Neben starken Nerven seitens der Studierenden sind für die Durchführbarkeit des Symposiums auch Partnerfirmen wichtig. Diese sind nicht nur finanzielle, sondern vor allem auch ideelle Stütze. HSG-Student Johannes Vogel ist für die Akquise solcher Partnerfirmen aus Österreich zuständig. Unsere Partnerunternehmen sind sehr wichtig für das St. Gallen Symposium, denn nur durch sie können wir auch wirklich einen Einfluss auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft als Ganzes haben. Das heißt, wenn wir keine Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus unseren Partnerunternehmen für das Symposium gewinnen können, fällt der Zweck des Symposiums an sich ein wenig weg. Heute ist Johannes Vogel auf dem Weg zu Rupkäse im österreichischen Vorarlberg. Die Firma ist noch kein Partnerunternehmen des St. Gallen Symposiums und das will Johannes Vogel nun ändern. Sollen wir gleich einen Meetingraum? Danke, sehr gerne. Die Multi-Year-Initiative ist dieser New Generational Contract und den wollen wir über die nächsten Jahre quasi immer weiterschreiben. Und die probieren wir halt alle an den Tisch zu bekommen, zum halt möglichst gesamtheitliche Blickperspektive drauf zu machen. Vom mittelständischen Unternehmen wie Rupkäse bis zum Großkonzern wie ABB. Überall werben die jungen Studierenden vor zum Teil deutlich älteren CEOs um die Unterstützung für das Symposium. Ernst genommen fühlt sich Johannes Vogel dabei meistens. Da muss ich zugeben, da war ich total überrascht, weil ich habe am Anfang gedacht, so, boah, was meinen die, wenn da so ein kleiner Student daherkommt? Aber ich muss wirklich zugeben, ich wurde immer mit offenen Armen empfangen und viele der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben auch wirklich den Austausch geschätzt mit einer jungen Stimme. Den Austausch der globalen Elite mit jungen Stimmen soll auch das Programm der Leaders of Tomorrow am St. Gallen Symposium gewährleisten. Dabei werden anhand eines Essay-Wettbewerbs 200 junge Talente aus aller Welt ausgewählt, die für den Anlass nach St. Gallen eingeladen werden. Einer, der da beispielsweise drin war, war Jack Ma, der dann Alibaba gemacht hat. Und das war sozusagen vor dieser Zeit. Und das finde ich wirklich einfach total spannend, dass seit über 50 Jahren mit so einer Kontinuität die Persönlichkeiten sich hier immer wieder in St. Gallen treffen.
Alte Machtelite trifft auf junge Ideen. Dass dies nur ein Feigenblatt für die Alteingesessenen darstellt, glauben die Studierenden nicht. Das Symposium könne wirklich etwas bewegen. Ich denke, was wir auch als Symposium tun können, ist vielleicht irgendwo ein oder zwei kleine Steine ins Rollen zu bringen und Keyplayers, die dann tatsächlich zuhören und die was verändern, und es geht darum, was anzustoßen. Das St. Gallen Symposium findet im Mai statt. Für die Studierenden neigt sich dann ein bewegendes Jahr dem Ende zu. Bei den globalen Eliten bleibt vielleicht die eine oder andere Einsicht hängen. Auf jeden Fall zu hoffen ist, dass bei den Studierenden ihr unermüdliches Engagement für eine bessere Zukunft bleiben wird. Ich denke auch, in unserer Generation gibt es das gar nicht mehr, dieses Arbeiten nur für Geld, nur für, um die Zeit abzusitzen, sondern dass die Leute einen Impact haben wollen, was verändern wollen. Das ist, glaube ich, was, wo ich irgendwie vielleicht in 20, 30 Jahren dran zurückdenke und mir denke, wow, was war das für eine Zeit, was haben wir da Verrücktes auf die Beine gestellt. We need everyone at the table. Join us in writing a new generational contract. Throughout the year. And from the 4th to the 5th of May 2023. At the 52nd St. Gallen Symposium.